Guten Morgen und herzlich willkommen aus dem Deutschen Bundestag zum Online-Gipfel zur Digitalpolitik der Zukunft der Fraktion der Freien Demokraten. Mein Name ist Ann-Kathrin Riedel und ich freue mich, heute mit euch hier diesen Tag verbringen zu dürfen. Wir schauen uns heute diverse Aspekte der deutschen Digitalpolitik an. Und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind herzlich eingeladen, sich aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. Wir haben die Chatfunktion unter unseren Streams bei YouTube und Twitch aktiviert. Schreiben Sie dort gerne Ihre Fragen oder eure Fragen. Wir sind ja hier auch ein bisschen beim Du und ein jüngeres Publikum, das wir adressieren wollen. Wir sind aber natürlich auch auf Instagram und Twitter unterwegs. Wenn Sie, wenn ihr da dort eure Fragen stellt, verwendet bitte den Hashtag Digitaltag FDPBT, damit wir eure Fragen finden. Die werden wir dann in unsere Diskussion einbinden und ich freue mich auch gleich starten zu dürfen. Und zwar macht den Auftakt unser Manuel Höferlin. Er ist der Vorsitzende des Ausschusses Digitale Agenda hier im Deutschen Bundestag und der Sprecher, der digitalpolitische Sprecher der Fraktion der Freien Demokraten. Und Manuel, du wirst uns heute was zur papierlosen Fraktion und zum digitalen Arbeiten hier bei euch erzählen. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja, danke dir, Ann-Kathrin. Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass beim Digitaltag 2020 wir da in der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten mit dabei sind, dass ihr mit dabei seid und dass ihr zuschaut, was heute am Tag alles passiert. Wir haben tolle Gäste hier. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, André Chang, Frank Thelen, Christian Lindner, Thomas Sattelberger, Mario Brandenburg mit verschiedensten Themen der Digitalisierung, der digitalen Transformation, Innovation und der Zukunft. Und ich darf den Anfang machen mit der Frage, wie kann man eigentlich Digitalisierung in Politik vorantreiben, an unserem Beispiel. Und da ist schon der erste Punkt. Ich spreche eigentlich statt Digitalisierung lieber von digitaler Transformation. Das ist nicht nur ein begrifflicher Unterschied, das ist vor allen Dingen ein inhaltlicher Unterschied. Digitalisierung ist ein bisschen, wie wenn ein Unternehmen die Rechnung nicht mehr auf Papier, sondern auf PDF verschickt. Und digitale Transformation ist eben die Veränderung von Prozessen und von Denkweisen. Und so ist es auch ein bisschen im Deutschen Bundestag. Es reicht eben nicht, wenn man seine Gesetzesvorlagen per E-Mail verschickt statt per Fax, sondern man muss schon die Arbeitsweise und die Prozesse dahinter verändern. Und viele glauben jetzt während der Corona-Zeit, nur weil sie in der Lage sind, ein Videokonferenztool zu bedienen, ist ihre Politik plötzlich digitalisiert, ist sie vielleicht, aber auf jeden Fall nicht digital transformiert. Und darum soll es im Prinzip gehen. Wir als Bundestagsfraktion der Freien Demokraten hier im Bundestag haben 2017 hier wieder angefangen im Bundestag. Wir hatten einen großen Nachteil, nämlich wir mussten von null anfangen. Und wir hatten einen großen Vorteil, nämlich wir mussten von null anfangen. Und klassischerweise ist es so, dass Bundestagsfraktionen sich ja so organisieren, dass sie die Arbeitsweise der Bundesregierung widerspiegeln in ihrer eigenen Organisation, um sozusagen die Arbeit der Bundesregierung zu begleiten. Und das haben wir am Anfang auch überlegt, wie wir uns intern strukturieren. Und gleichzeitig hatten wir aber schon bei der Struktur der Bundesregierung im Bereich der digitalen Fragen Kritikpunkte, weil wir der Meinung waren, dass man die Organisation der Bundesregierung, der Politik insgesamt anders aufstellen muss. Und wenn man jetzt mal schaut, wie Digitalisierung in der Bundesregierung hier, in der Politik insgesamt hier funktioniert, dann muss man feststellen, dass sehr, sehr viele verschiedene Ministerien, sehr viele verschiedene Personen Digitalisierung in ihren Feldern haben. Die Bundesregierung sagt, ja, jedes Ministerium ist auch Digitalministerium, jeder Minister ist Digitalminister und das sei auch richtig so. Wenn man die letzten Jahre anschaut, hat das aber nicht dazu geführt, dass Digitalisierung und digitale Transformation schneller funktioniert hat, sondern eher langsamer. Deswegen haben wir als Freie Demokraten schon vor 2017 gesagt, wir brauchen ein Digitalministerium. Und wenn man die Digitalpolitik der letzten Jahre anschaut, dann fehlt es vor allen Dingen an drei Punkten. Erstens jemandem, der sich den Schlüsselprojekten der digitalen Fragen konzentriert und alleine zuwendet, also der richtig Dampf macht, der Tempo auf die Kette bringt, der die Zuständigkeit für die Kernprojekte der Digitalisierung hat. Zweitens jemanden, der Digitalisierungsprojekte zwischen den Ministerien koordiniert, der sozusagen den Überblick über die Projekte hat. Man könnte auch sagen, der sozusagen Projektmanagement betreibt. Ein Begriff, der in der Politik leider nicht so oft vorkommt. Aber darum geht es im Kern, wenn wir von digitaler Transformation in der Politik sprechen. Und wenn man schaut,
wie viele Dinge parallel entwickelt werden, ohne dass sie miteinander koordiniert wurden. Man nimmt nur zum Beispiel die Frage der Clouds. Wir haben jetzt eine Bundescloud im Innenministerium, Gaia X im Wirtschaftsministerium. Wir sprechen über Bildungscloud und über Gesundheitscloud. Und es gibt aber eigentlich niemanden, der mal die Frage stellt, müssen wir das nicht viel stärker miteinander koordinieren und miteinander verbinden? Und diese anständige, durchgängige Koordination der Digitalprojekte in der Bereich der Politik fehlt. Das wäre die zweite Aufgabe eines Digitalministeriums. Und uns hat immer gestört, drittens, dass Politik häufig nur reagiert, gerade bei diesen Fragen. Wir haben das übrigens vor 10 Jahren in der Internet-Enquete-Kommission des Bundestages schon mal festgestellt, dass es gut wäre, wenn wir versuchen, an die Welle der Entwicklung in der Digitalpolitik zu kommen. Wir wollen ja nicht vor der Welle surfen, das wäre vielleicht etwas übertrieben und ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wenigstens mal rankommen, dass wir nicht immer nur reagieren, sondern vielleicht schneller reagieren oder gar vielleicht mal in die Lage kommen, bei Digitalisierungsfragen in der Politik zu agieren. Und diese Vorhaben der zentralen Probleme haben wir gesagt, ein Digitalministerium muss 3 Säulen haben, die alleinige Kompetenz für die Kernprojekte, die koordinierende Beratungsfunktion zwischen den Häusern bei den übergreifenden Projekten und ein Think Tank für die digitale Transformation. Und folgerichtig haben wir das auch auf unsere Fraktion übertragen und haben auch in unserer Fraktion entsprechende Methoden aufgesetzt. Und das war ein wichtiger Punkt am Anfang. Wir haben eine erste Säule, also Zuständigkeit für Digitalfragen in der AG Digitales mit den Digitalos unserer Fraktion, den Digitalpolitikern und auch dem digitalpolitischen Sprecher, der das dann nach außen zeigt. Die zweite Säule, also die Koordination. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich der Frage, mit welchen Werkzeugen macht man das? Mit welchen Werkzeugen koordiniert man denn die digitalen Fragen, die eigentlich Querschnittsaufgaben sind? Und da haben wir in der Bundestagsfraktion der Freien Demokraten von Anfang an eine sehr relevante, sehr entscheidende Weichenstellung getroffen. Wir haben uns nämlich entschieden, unsere Arbeitsweise neu zu ordnen, digital zu transformieren. Wir haben eben darauf verzichtet, dass man sich Word-Dokumente im Änderungsmodus zuschickt oder dass man mit Tischvorlagen auf Papier arbeitet, sondern wir haben ganz am Anfang entschieden, wir möchten in einem Intranet-System kollaborativ arbeiten und möglichst früh Dinge aus den Silos heraus der Fachpolitik miteinander verzahnen. Und das ist vor allen Dingen bei den Fragen der Digitalisierung, aber auch bei vielen anderen Fragen total relevant und versetzt uns in eine neue Lage. Es gibt uns neue Möglichkeiten. Tools sind ja nicht Selbstzweck, sondern Werkzeuge der Digitalisierung, der digitalen Transformation führen dann dazu, dass Arbeitsweisen sich ändern und dass auch Neues entstehen kann, was mit alten Werkzeugen eben nicht möglich war. Wir als Fraktion arbeiten komplett digital, heißt bei uns werden keine Papiere mehr hin und her geschickt, im Idealfall auch keine E-Mails, sondern von der Idee über die ersten Entwürfe bis zu den Prozessen innerhalb einer Fraktion, da wird erst in Arbeitsgruppen, in Arbeitskreisen bis zur Fraktionsbeschluss, wird in einem Intranet gearbeitet, an dem alle grundsätzliche Leseberechtigung haben, und zwar bei den einzelnen Prozessen schon ganz früh, sodass möglichst früh das Produkt, unsere Ideen, unsere Anträge, unsere Gesetzesvorlagen eben verbessert werden können, indem möglichst viele früh eingebunden sind. Die Gespräche, die wir führen, führen wir eben nicht mehr zwingend nur, indem wir uns treffen oder indem wir uns telefonieren, miteinander telefonieren, sondern eben auch über einen Fraktionsmessenger, den wir benutzen, der natürlich verschlüsselt ist und sicher ist, oder auf der Plattform selber mit Änderungsvorschlägen oder Kommentaren. Am Ende des Prozesses steht leider dann der Word-Export-Filter, weil wir den Bundestag leider immer noch in einem sehr festen Format, nämlich in einem RTF-Format, das Produkt am Ende übergeben müssen. Es gibt also dann keinen Anschluss mehr. So haben wir leider einen Medienbruch am Ende. Entscheidend ist, dass wir in der Fraktion durch dieses Setup, durch diese digitale Transformation kooperativ von Anfang an arbeiten können. Und dadurch entstehen neue Möglichkeiten, weil einfach Zeitgewinn entsteht beispielsweise, aber auch Parallelentwicklungen sehr früh unterbunden werden können, indem man sagt, oder arbeitet eine andere Arbeitsgruppe von einer anderen Sichtweise an einem ähnlichen Thema. Und so kann Politik und Politikarbeitsweise transformiert werden. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass diese Arbeitsweise dann auch in der Regierungspolitik Einzug hält, indem man zum Beispiel dort zunächst mal Strukturen ändert. Das hebt aber nicht nur unglaubliche Effizienzen, wenn man Politik wirklich ernsthaft transformiert, sondern es macht die Arbeit auch flexibler und sie macht sie schneller und resilienter. Und dass sie sie resilienter macht, haben wir zum Beispiel jetzt in der aktuellen Corona-Zeit gemerkt. Während viele andere in der Politik
erstmal ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt haben, ins Homeoffice, und dann gemerkt haben, dass sie gar nicht in der Lage sind, ihre bisherige Arbeit eigentlich ordentlich abzuwickeln, weil das Dokument plötzlich irgendwie anders lag und man nicht mehr einen Aktenordner austauschen konnte, war es für uns eigentlich gleichgültig, wo jemand sitzt. Es ist ja eigentlich nicht eine Frage des Homeoffice, sondern eigentlich das Anywhere Office. In unserer Fraktion spielt es überhaupt keine Rolle, wo die entsprechenden Abgeordneten, Mitarbeiter, Fraktionsmitarbeiter sitzen. Denn wir arbeiten sowieso im Intranet und das macht es schneller, flexibler und auch resilienter in solchen Einflüssen, wie wir sie hatten. Und unser Intranet hat auch das Mindset der Fraktion verändert. Wir haben dann gelernt, mehr zusammen an gemeinsamen Produkten zu arbeiten, an Ideen. Und dadurch entstehen auch Themen anders und ich behaupte mal am Ende auch bessere Ergebnisse. Das fordern wir immer wieder in der Wirtschaft, gerade als Politiker. Aber in der Politik selbst findet es leider viel zu selten statt, was echt wirklich sehr schade ist. Und die dritte Säule eines Digitalministeriums haben wir auch bei uns in der Fraktion etabliert, nämlich ein Think Tank mit einer Stabsstelle Digitale Transformation, weil wir auch in der Fraktion erreichen wollten, dass wir näher an der Entwicklung dran sind. Ich halte das für unglaublich wichtig und das muss auch zentral angesiedelt sein, weil digitale Transformation schlägt sich am Ende nieder in ganz vielen Fachgebieten. Und das sieht man auch im heutigen Programm. Das ist nicht ein Themengebiet, sondern es zieht sich durch die Breite aller Themengebiete, weil überall digitale Transformation entstehen kann. Ja, wer die Welt verändern will, der fängt am besten bei sich selbst an. Wir als Freie Demokraten im Bundestag haben vor der letzten Bundestagswahl schon Vorschläge gemacht, wie man ein Digitalministerium aufbauen kann, wie Politik sich transformieren muss, und haben dann dankenswerterweise auch glücklicherweise mit der Zusammenarbeit und dem Willen der ganzen Fraktion dies bei uns vorgemacht, indem wir unsere eigene Arbeitsweise zunächst einmal digital transformiert haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass solch eine Arbeitsweise auch ein Stück Blaupause dafür sein kann, wie digitale Transformation in der Regierungspolitik funktionieren kann. Ich glaube, dass diese Mindset-Änderung und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, nicht nur nice to have sind, das wäre ganz schön, wenn man das hat, sondern es ist die grundlegende Voraussetzung für Veränderungen, die Digitalisierung in allen Bereichen unseres Lebens, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft und eben auch in der Politik bringen kann. Und das muss man angehen, indem man strukturelle Fragen verändert, indem man die Voraussetzungen ändert, indem man anders zusammenarbeitet, Digitalisierungstools dann auch entsprechend umsetzt und dann die Chancen nutzt, die man dann daraus haben kann. Ich glaube, das Beste, was wir jetzt aus dieser Corona-Zeit machen können, ist jetzt es anpacken, jetzt die Veränderungen vorzunehmen. Wann, wenn nicht jetzt, haben wir eine Chance, besser aus der Zeit rauszukommen. Wir merken, Tools gibt es genug, Werkzeuge, etwas zu verändern. Jetzt lasst uns das anbringen. Wir haben viele Vorschläge gemacht und ich glaube, am Ende kann man damit neue Potenziale heben und ein Stück weit das besser machen. Super, danke dir, Manuel. Das war ein total spannender Einblick. Ich frage mich auch immer, wie läuft das ab, wenn hier dir von Anfang an immer über eure digitale Fraktion erzählt. Ich habe zwei Sachen jetzt mitgenommen bei deinem Input. Zum einen, eine Sache, die mir persönlich immer ganz wichtig ist, viele reden ja immer von der digitalen Welt und von der realen Welt. Ich sage dann immer, nee, es ist ja alles real, auch das Digitale, auch dieses Gespräch, das gestreamt wird, ist real, das wir hier führen. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, auch wenn ihr unglaublich digital seid, aber du hast es gesagt, ihr arbeitet jetzt von verschiedenen Blickwinkeln an Themen. Eigentlich bringt das ja dann im Analogen viel mehr Menschen zusammen für ein Gespräch an Themen zu arbeiten oder zu schauen, oder? Ja, du hast völlig recht. Vielleicht abgesehen von dem Fall, wenn zwei KIs miteinander reden, haben wir eigentlich immer reale Welt in der digitalen Welt. Die digitale Rede ist eben dann am Ende doch eine Rede und ist sie nur getippt. Mhm. Und ja, es ist richtig. Wir haben, wenn man solche Werkzeuge nutzt und sich darauf einlässt, auch Arbeitswege, Prozesse, Arbeitsweisen, Entstehungsweisen zu transformieren digital, plötzlich mehr Kontakt und vor allen Dingen früher Kontakt miteinander. Für uns ist das ja unheimlich relevant, wenn wir Vorschläge im politischen Raum machen, dass wir sehr schnell sind und trotzdem sehr gründlich. Mhm. Und das ist vor allen Dingen eine Prozessfrage. Wie kann man in möglichst kurzer Zeit möglichst viele fachliches Know-how in ein solches Dokument, in einen Entwurf, in eine Initiative, in ein Gesetz einfließen lassen? Ja.
Und da helfen solche digitalen Werkzeuge, Zeit zu gewinnen, weil man auch nicht mehr örtlich darauf angewiesen ist, dass alle Beteiligten an einem Ort sind. Und letztlich spricht man vielleicht nicht mehr miteinander, aber in einem kürzeren Zeitintervall. Und das hilft dem Prozess und dem Ergebnis. Das macht am Ende das Ergebnis besser. Die zweite Sache, die ich so ein bisschen rausgehört habe, wenn die FDP Regierungsverantwortung übernimmt, dann habt ihr quasi schon eine Blaupause, um Ministerien, um die Verwaltung zu digitalisieren, oder? Ja, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, einen fundierten Vorschlag. Man muss ja mal feststellen, die Methode der Organisation in der Bundesregierung, wie Digitalisierung und digitale Transformation funktionieren soll, funktioniert seit Jahren nicht. Und wir haben jedes Mal neue Beispiele, wo man sieht, dass schon die Struktur Probleme bereitet. Und ich bin überzeugt davon, dass wir jetzt irgendetwas verändern müssen, damit wir nicht noch weiter hinterherhängen. Wir sind ja in einem internationalen Wettkampf. Von daher müssen wir weitermachen. Und ja, die FDP-Bundestagsfraktion hat einen Vorschlag. Und hat einen Vorschlag, das möglichst konkret auch umzusetzen. Und ich glaube, es würde vielen helfen, weil dadurch würden wir neue Möglichkeiten heben, Power schaffen für die Zukunft. Du hast gerade schon erzählt, der Umstieg für dein Büro wahrscheinlich auch, aber auch für die gesamte Fraktion jetzt ins Homeoffice durch Corona war relativ problemlos, weil ihr es schon gewöhnt seid, so ortsunabhängig zu arbeiten. Wie sieht das denn in deinem Ausschuss aus? Arbeitet ihr auch digital, einen Ausschuss Digitale Agenda? Wie funktioniert es da? Ja, es ist im Bundestag immer eine Herausforderung, sage ich mal. Wir sind digital, zumindest digitaler als viele andere. Die meisten Kollegen im Bundestagsausschuss arbeiten ohne Papier, aber nicht alle. Ich bin da auch nicht, ich finde es auch, man muss das, darf das nicht dogmatisch angehen. Es gibt auch immer wieder mal guten Grund, vielleicht ein Papier in Händen zu halten für bestimmte Fälle. Aber jetzt zum Beispiel haben wir ganz pragmatisch die Möglichkeiten genutzt, auch digital virtuell zu tagen. Im Moment tagen wir in einer sogenannten Hybridform, das heißt, wir treffen uns im Ausschuss, weil auch Gäste da sind, haben aber über ein Konferenzsystem die Kollegen zugeschaltet oder auch mal einen externen Gast. Ich muss ehrlich sagen, das klappt so gut, dass ich mir auch vorstellen könnte, im Rahmen der Möglichkeiten das auch nach dieser Zeit fortzuführen. Beispielsweise, möglicherweise hätten wir nächste Woche eine Sondersitzung des Ausschusses für einen Vorgang, bei dem wir nur mitberatend sind. Früher hätten wir zwingend dann hierher kommen müssen, in einer Nicht-Sitzungswoche, um eine halbe Stunde über einen Vorgang zu reden und dann wieder nach Hause zu fahren oder zu fliegen. Wir haben uns vereinbart, dass wir das auf jeden Fall virtuell machen. Und ich frage mich, soll das nach Corona aufhören? Ich finde nicht. Ich finde, so etwas muss danach auch fortgeführt sein werden. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir jetzt merken, wie viel klappt und wie viel funktioniert, jetzt auch außerhalb der Bundestagsfraktion, die vielleicht besser aufgestellt ist als manche andere Fraktion hier. Wenn wir das weiter nutzen, dann können wir auch neue Chancen nutzen im Bundestag. Und ich erkenne bei vielen anderen Kollegen anderer Fraktionen, auch bei der Bundestagsverwaltung, die Bereitschaft, da doch einiges schneller zu ändern als bisher. Geht hier sehr langsam. Ich erinnere nur daran, dass das WLAN hier im Haus 8 Jahre gedauert hat, ein irrsinniger Zeitraum. Und ich bin mir sicher, dass das nicht mehr so schnell so lange dauern wird, sondern dass wir schneller vorankommen. Und ich weiß noch, wie stolz du warst, als ich dann dich mal besucht habe und gesagt hast, gleich wähl dich mal ins WLAN ein. Es war eine Mischung aus Stolz und Verzweiflung, ja. Aber es finde ich ganz schön, auch gerade diese Hybridveranstaltungen. Ich glaube, das haben wir vorher zu wenig wahrgenommen, wie wertvoll das doch eigentlich ist. Ne? Also analog hier zusammensitzen zu können, aber sich auch eben interessante Gäste dazuschalten zu können, das machen wir nachher auch. Ich habe jetzt aber noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Wenn Sie ihr auch noch Fragen habt, stellt sie uns gerne im Chat oder auf Twitter und Instagram unter dem Hashtag DigitaltagFDPBT. Und hier ist eine Frage von Marc. Der fragt nämlich, ist ein Digitalministerium wirklich sinnvoll? Wäre es nicht effektiver dafür zu sorgen, dass alle anderen Ministerien digitaler werden? Ja, die Frage ist sicher gestellt worden vor einigen Jahren. Und die Entscheidung 2017 der Großen Koalition war, es ist sinnvoller, alle Ministerien digital werden zu lassen. Und ich muss nach fast 3 Jahren jetzt sagen, das ist gescheitert. Das Problem in der Vergangenheit war, dass sich 3, 4 Digitalminister nicht einig werden konnten. Innen, Wirtschaft, Bildung, Forschung. Jetzt sind es 15 Digitalminister, die sich nicht einig werden können. Und das hilft eben nicht. Und die Koordinierung, die das eigentlich lösen sollte im Kanzleramt, funktioniert leider auch nicht. Weil das Kanzleramt mit ihrer relativ kleinen Stelle dort mit 15 Personen
nicht in der Lage sind, wirklich diese Reibungen zwischen den Häusern aufzulösen. Und wir sagen ja nicht, dass ein Digitalminister alles Digitale macht und sonst niemand mehr. Ich habe dieses Drei-Säulen-Modell erklärt, sondern der Digitalminister macht die Kernprojekte selbst und seine Hauptaufgabe, und das ist eben auch sein Hauptjob, ist dann die Koordination und den Überblick über die Häuser zu haben. Und diejenigen, die jetzt im Kanzleramt Digitalisierung koordinieren sollen, das ist zum Beispiel Helge Braun als Kanzleramtsminister, er ist der zuständige Minister dafür, der macht eben Digitalisierung und Transformation im Nebenjob, weil der ist auch noch für viele, viele andere Dinge zuständig. Und das kann nicht funktionieren. Und ich finde das auch nicht den richtigen Maßstab. Die digitale Transformation von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist eines der ersten Aufgaben, die wir lösen müssen, um auch international wettbewerbsfähig zu sein. Und deswegen darf man das nicht im Nebenjob machen, sondern dafür muss es einen Hauptjob geben, den Digitalminister, den Minister für Digitalisierung und Innovation. Dann habe ich hier noch ganz aktuelle Fragen. Gestern wurde ja das Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz abgestimmt. Und da fragen zwei Nutzer, Nasta und The Legend of Nutzi, warum habt ihr euch da enthalten? Ja, wir haben da sehr intensiv drüber debattiert und wir haben große Kritikpunkte an den digitalpolitischen Fragen. Es kann nicht sein, dass Daten einfach ausgeleitet werden, wie es da vorgeschlagen wird, von sozialen Netzen in eine Datenbank beim BKA. Das lehnen wir komplett ab. Auch andere Maßnahmen, die Vorverlagerung allein der Ermittlungsarbeit in diese sozialen Netzwerke, lehnen wir ab. Es gibt einige digitalpolitische Fragen, denen wir nicht zustimmen können. Gleichzeitig geht es aber in diesem Gesetzentwurf um noch viele andere Dinge, zum Beispiel um auch Bekämpfung gegen Rechtsextremismus und gegen Hass allgemein im Netz. Und wir teilen den Grundsatz, dass Hass im Netz und Rechtsextremismus bekämpft werden muss, auch im Netz, wie sonst überall auch. Wir glauben aber, es gibt vor allen Dingen ein Durchsetzungsproblem bestehender Gesetze. Und wir glauben, dass die Institutionen, die Staatsanwaltschaften viel mehr gestärkt werden müssen. Also wir glauben, das Anliegen des Gesetzes ist richtig, die Werkzeuge des Gesetzes sind falsch. Und das ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, in der Opposition. Wenn man ein Anliegen eines Gesetzes richtig findet, aber die Werkzeuge darin falsch, dann findet man die Idee des Gesetzes gut, aber die Ausführung schlecht. Und deswegen haben wir uns enthalten und haben das, glaube ich, auch deutlich gemacht. Und danke für die Frage. Das gibt mir die Möglichkeit, auch das hier nochmal deutlich zu machen. Die digitalpolitischen Werkzeuge in diesem Gesetz halten für völlig falsch. Wir sind für digitale Bürgerrechte und Bürgerfreiheiten. Und das machen wir auch immer wieder klar. Und mit solchen Salamischeibchenweise Abschneiden von digitalen Freiheitsrechten gehen wir nicht mit. Und deswegen haben wir uns enthalten, weil wir die Absicht teilen und die Werkzeuge ablehnen. Wäre doch mal schön, wenn wir digitalpolitische oder auch bürgerrechtliche Gesetze bekommen würden, die einfach mal gut sind, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe vorgestern am Mittwoch zum Datenschutzbericht des Datenschutzbeauftragten gesagt, wir brauchen endlich mal die Chance, die Gesamtüberwachung, die inzwischen durch viele Sicherheitsgesetze aufgebaut wurden, die Beschneidung von Freiheiten, digitalen Freiheiten der Bürger, das mal in einer Gesamtrechnung zusammenfassen. Das ist keine neue Idee. Das Bundesverfassungsgericht hat das vor 10 Jahren schon in einem Urteil gefordert. Die Bundesregierung hat sich dagegen massiv bisher gewehrt. Wir fordern, dass man eine Gesamtaufnahme aller Maßnahmen nimmt, die durch staatliche Eingriffe in die Freiheiten der Menschen eingreifen und dann auch mal analysiert, welche dieser Maßnahmen sind überhaupt funktionell sinnvoll, welche führen überhaupt zu etwas oder welche werden überhaupt angewendet, um dann einmal zu sagen, welche von diesen scheibchenweise getätigten Einschnitte in die Bürgerfreiheiten durch solche kleinen Maßnahmen immer wieder peu à peu sind denn überhaupt weiter bestandsfähig und weiter wert am Bestand zu halten, welche müssen zurückgenommen werden. Wir fordern dann nach der Auswertung, dass man solche Sachen auch wieder zurücknimmt und in Zukunft jedes Mal, wenn ein Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht wird, zu prüfen, in der Gesamtschau, ist denn die Gesamtüberwachung überhaupt dann noch im Verhältnis zu den Freiheitsrechten, die jeder Einzelne hat.
Unglaublich spannendes Thema, unglaublich komplex und unglaublich wichtig. Gut, dass ihr da dran seid. Ein Thema, das hier bei unserem Publikum unglaublich brisant ist, und das Gute ist, dass wir noch zwei Panels sogar zum Thema digitale Bildung heute haben, auf die ich mich schon sehr freue. Aber wir hatten es ja vorhin, das sind alles Querschnittsthemen. Wir schauen von verschiedenen Perspektiven drauf. Deswegen stelle ich dir jetzt auch gleich mal zwei Fragen. Ich versuche sie mal zu verbinden zum Thema digitale Bildung. Der Leon fragt nämlich, wie steht ihr zur aktuellen Situation an den Hochschulen, Fernlernen oder digitalisierte Präsenzlehre? Und eine anonyme Frage, die Person fragt, wo sitzen eigentlich die größten Widerstände für Digitalisierung von Schulen? Die Vorteile für eine Ergänzung des analogen Unterrichts sind doch erdrückend. Ah, Niklas war das, genau. Wir reden später noch drüber, also bleibt dabei. Aber was ist denn deine Einschätzung zum Thema digitale Bildung, digitale Schulen, woran hapert es? Ich bin kein Digitalpolitiker. Bitte bleib dran und frag das nachher. Am besten nochmal die Bildungspolitiker. Ich bin Digitalpolitiker, kein Bildungspolitiker. Aber ich bin halt auch Vater von Kindern. Also ich habe natürlich auch eine Meinung und wir haben auch eine politische Meinung dazu. Klar. Digitalisierung, digitale Transformation übrigens in der Bildung ist dringend notwendig. Das, was manche Schulen, manche Lehrer jetzt in den letzten Wochen mit ihren Schülern gemacht haben, ist im besten Fall Digitalisierung. Man merkt aber, es ist keine digitale Transformation. Da wurden dann teilweise Aufgabenblätter per PDF geschickt und man sollte sie dann einscannen und zurückschicken. Das ist natürlich, sage ich mal, der unterste Schritt von Digitalisierung, hat aber überhaupt nichts mit digitalen Lernmethoden zu tun. Und da sind wir viel weiter. Wir wollen natürlich auch die Potenziale von digitalen Tools nutzen. Und genau da geht es wieder um Transformation, auch in der Bildung. Wenn man mit digitalen Werkzeugen es schafft, einzelne Lernfortschritte zum Beispiel zu erfassen und unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten bei Schülerinnen und Schülern, bei Studentinnen und Studenten voranzutreiben und damit auch neue Möglichkeiten zu machen, also eine Möglichkeit, die man mit dem konventionellen analogen Unterricht nicht hinkriegt, dann hat man etwas transformiert und darum geht es auch in der digitalen Bildung und daran arbeiten wir und mehr werdet ihr von den Bildungspolitikern hören. Ja, nicht nur von den Bildungspolitikern, bleibt dann unbedingt dran, weil wir haben ganz spannende Experten zu dem Thema da, die erzählen werden, wie das Klassenzimmer der Zukunft eigentlich aussieht. Und die werden das mal zeigen und euch präsentieren. Schaut also nachher noch mal rein. Wir haben jetzt noch 4 Minuten und ich habe noch 2 Fragen aus dem Publikum. Die erste ist, wie wäre es, wenn alle öffentlichen Einrichtungen zu Hotspots für freies WLAN werden? Das ist eine super Idee und man wird es kaum glauben. Wir haben das auch vorangetrieben, beispielsweise in Rheinland-Pfalz, auch wo ich herkomme, haben wir das in den Koalitionsvertrag reingeschrieben. Allerdings konnten wir uns nicht ganz durchsetzen mit unserer Position, dass es verpflichtend wird. Aber genau das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass jede öffentliche Einrichtung, die einen Internetanschluss hat, einen WLAN-Anschluss bereitstellen muss. Und damit meine ich nicht irgendeinen WLAN-Anschluss, einen freien von irgendeinem Anbieter, der dann doch wieder einen Account verlangt und ein Passwort oder was das immer, sondern ich meine wirklich ein freies WLAN, beispielsweise durch Freifunkinitiativen. Das würde ich mir wünschen. Das haben wir in den Ländern, die das teilweise auch umsetzen sollten, vorangetrieben. Zugegebenermaßen, weil wir halt nicht mit absoluter Mehrheit gewählt worden sind, sondern Teil einer Koalition, nur zum Teil. Und wir bleiben da dran. Ich teile diese Idee. Wäre es natürlich noch schön, wenn Freifunk auch gemeinnützig werden könnte. Ne? Wir haben viele Baustellen. Richtig. Jetzt aber die letzte Frage von Nafis Ahmad. Und ich hoffe, du hast noch andere so begeistert wie ihn, denn er fragt nämlich, also er sagt, er ist ITler und er würde gerne mit der FDP für die Digitalisierung arbeiten. Gibt es dafür einen Weg? Einfach direkt bei mir kontaktieren, wir finden einen Weg. ja klar, wir haben viele Methoden, sich auch einzubringen in die Parteiarbeit. Wir würden uns freuen, falls noch nicht geschehen, Mitglied zu werden. Gerade gestern habe ich eine Person, ich sage jetzt nicht den Namen, aus dem Bereich der digitalen Wirtschaft als neues Mitglied sozusagen begrüßen dürfen. Hier in Berlin übrigens, nicht in meinem Verband, aber wir hatten kurz vorher Kontakt. Ich freue mich, wenn die ITler dieser Welt, ich bin selbst IT-Fuzzi gewesen davor, wenn die sich einbringen. Wir brauchen Know-how und deswegen einfach Kontakt aufnehmen. Gerne mit mir über meine E-Mail-Adresse oder einen sonstigen Weg. Man findet, glaube ich, mich im Netz und den Weg zu mir und dann können wir das besprechen.
Genau. Super, vielen Dank, Manuel. Ich bin immer noch sehr froh, dass du dich mit dem Thema Digitalisierung bei uns auseinandersetzt und das Thema voranbringst. Ich glaube, das ist in den besten Händen bei dir. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Bis bald. Danke. Danke.